Geschätzte Besitztümer, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Erster Mai 2012. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn, gesprochen zu Timothy and Chase. Für all jene, welche Ohren haben, die hören. Ich bin der Herr, und ich habe das gesehen, was die Gemüter der Menschen quält und wie jeder sich gegen seinen Bruder gerichtet hat, wie jeder sich mit seinem Nächsten streitet, denn das Herz des Menschen ist wie das einer brutalen Bestie geworden, welches die öden Orte durchstreift und vergeblich nach dem sucht, was es nicht kennt, verloren in der Weite dieser trostlosen Felder. Er schenkt jedem verdorbenen Gedanken und jeder bösen Absicht Beachtung und unterhält viele boshafte Geister, während er jedem verdorbenen Wunsch nachjagt, genauso wie all den seltsamen Begierden. Denn ich habe meinen Geist in der Tat zurückgezogen, meine Hand ist entfernt von diesen boshaften Menschen, denn sie sind extrem rebellisch. Seht, ich habe dieser Welt meinen Rücken zugedreht und sie ihren eigenen Erfindungen und Geräten überlassen, damit sie ihrem eingeschlagenen Kurs folgen können, zu ihrem eigenen Schmerz. Deshalb muss ich das kleine Licht, das noch übrig ist, entfernen, denn die Fülle dieser Zeit ist dabei hereinzukommen, sagt der Herr. Denn durch das Wort aus meinem Mund und durch den Stift meiner Propheten habe ich mein Kommen angekündigt und die Jahreszeit offenbart, genauso wie alle Zeichen, die ihm vorangehen. Und gemäß meinen Willen geschehen alle Dinge. Täglich sind sie erfüllt und deutlich gemacht vor den Augen dieser Generation. Doch meine Worte fallen auf taube Ohren, und die Zeichen meines Kommens ziehen vorbei, doch sie werden von den Scharen nicht beachtet. Sie haben zwar Augen, doch sie lehnen ab zu sehen, und sie haben Ohren, doch sie lehnen ab zu hören. Deshalb wird es sie tatsächlich überraschen, denn genauso wie ein Dieb in der Nacht ein Haus ungesehen betritt, weil keiner Wache hält, so werde auch ich über diese Generation kommen. Schaut, ich werde ungesehen hereinkommen und ihnen ihre am meisten geschätzten Besitztümer wegnehmen und all meine Schätze wegstehlen. Denn ich werde plündern und die Erde in Brand setzen. Ich werde sicherlich meine Ausbeute mitnehmen und sie trostlos zurücklassen, sagt der Herr. Denn das Wort aus meinem Mund ist hervorgegangen, eine Großzügigkeit in all jenen hervorbringend, die mich wirklich lieben, und all jene befreiend, die mich umarmen und meinen Worten auch gehorchen, sie hinausrufend, damit sie hinauskommen aus ihnen, um mich zu treffen, und wir zusammen aufsteigen können, sagt der Herr.